Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute schauen wir uns einen Tipp eines ganz bekannten Elektro-YouTubers an, der das Thermomanagement aktivieren soll durch Einschaltung des Sportmodus. Und was das für unseren ENIAC bedeutet, teste ich in diesem Video. Auf geht's! Was genau hat er gesagt? Nun, in seinem relativ langen Video hat er im Wesentlichen ausgeführt, dass bei seinem Mercedes EQS das Einschalten des Sportmodus bewirkt, dass die Batterie zusätzlich temperiert, also geheizt wird. Seine Vermutung war, dass dadurch sichergestellt wird, dass die Batterie im optimalen Temperaturbereich ist und somit ideal die Leistung abgeben kann, die der Wagen dann abruft, beziehungsweise die elektrischen Maschinen. Die Schlussfolgerung, die er gezogen hat, ist, dass somit natürlich prinzipiell die Batterie auch für den Schnelllader temperiert werden kann, vor allem bei den Elektroautos, die einen Sportmodus haben und vielleicht sonst das Thermomanagement noch nicht in dieser ausgereiften Form vorliegt. Was das für unseren Skoda ENIAC bedeutet, das gucke ich mir jetzt im Detail an, allerdings praxisorientiert. Was meine ich mit praxisorientiert? Nun, an den Schnelllader fahren wir meistens auf der Langstrecke. Das heißt, wir haben ein paar Rahmenbedingungen. Und die erste Rahmenbedingung ist, dass wir schon eine gewisse Zeit gefahren sind. Denn bis wir an den Schnelllader müssen, sind wir im Normalfall 2 bis 3 Stunden schon unterwegs. Und allein durch dieses Fahren wird die Batterie geheizt. Sowohl im Sommer als auch im Winter, das habe ich ja auch in vielen Videos gezeigt, ist die Batterietemperatur dann selten unter 13 Grad, sondern eher so im Bereich um 15 Grad. Und die zweite Rahmenbedingung, wir haben einen niedrigen SOC, denn wir wollen ja mit weit unter 20% an den Schnelllader fahren und nicht mit 80%. Denn was nützen uns praxisfremde Tipps, wenn man mit einer 5 Grad kalten Batterie von zu Hause im Turbo losheizt im Sportmodus, um dann 10 Minuten später an den HPC-Schnelllader zu fahren? Das macht ja in der Praxis niemand und wenn der Tipp da funktioniert, dann ist das schön. Aber nutzlos. Dementsprechend habe ich mein Setup für dieses Video gewählt. Ihr seht 26% SOC. Das kommt ungefähr hin, dass wenn ich jetzt noch 10, 15 Minuten fahren würde, unter 20 bin und dann an die Ladesäule möchte. Entsprechend habe ich auch 98 Kilometer Reichweite. Der Car-Scanner verrät uns jetzt, dass wir 15,5 Grad in der Batterie haben. Die Flüssigkeit, die sie umgibt, hat 17 Grad und ganz oben links und rechts die beiden Nullen, da seht ihr, das Heizelement hat keinen Strom und die Umlaufpumpe läuft nicht. Das heißt, aktuell kümmert sich der ENIAC nicht um die Batterie. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich stehe hier auf einem Rastplatz, den Sportmodus einzuschalten und zu gucken, ob irgendetwas jetzt schon passiert. Und wenn wir jetzt im Stand einfach mal oben drauf schauen, noch macht der ENIAC nichts, aber noch fahre ich auch nicht, widerspricht aber generell eigentlich dem Prinzip, denn jetzt müsste er ja den Akku vorbereiten. Zeit für den Fahrtest. Ich habe eine Kamera hier in der Mitte montiert, damit ihr auch den Blick auf Carscanner und Display habt. Und jetzt schauen wir mal, ob während der Fahrt etwas passiert. Nach wie vor hier nochmal zum Zeigen, der Sportmodus ist aktiviert. Bis jetzt interessiert sich unser Thermomanagement zumindest null für den Sportmodus. Wir sehen, die Flüssigkeitstemperatur ist auch um 1 Grad gefallen auf 16 Grad. Es liegt immer noch kein Strom am Heizelement an und die Umlaufpumpe läuft nicht. Jetzt ist die Temperatur sogar um 0,5 Grad wieder gefallen, denn die Strecke am Walensee ist mehrheitlich 80 und
Bei dem Fahrtwind draußen und dem regnerischen Wetter reicht das wohl, um den Akku abzukühlen. Falls ihr es nicht erkennen könnt, wir haben 10,5 Grad draußen. Spätestens hier an dieser Stelle lässt sich wohl sagen, das funktioniert beim Enyaq so jedenfalls nicht. Losgefahren 10.18 Uhr, angekommen auf der nächsten Raststätte um 10.38 Uhr. 20 Minuten hatte der Enyaq Zeit. Ihr seht, wir sind von 26 auf 21% SOC runter. Und wenn wir nochmal auf den Carscanner schauen, die Batterie hat jetzt 16 Grad, die Umlaufflüssigkeit 15 Grad. Da ist im Sportmodus nichts passiert. Ich zeige es euch hier auch nochmal. Der Sportmodus ist immer noch aktiv. Für mich ist das ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Zumindest für einen Skoda Enyaq EV80X Sportline, wie ich ihn fahre. Da funktioniert in einem praxisorientierten Test dieser Tipp nicht. Meine Erklärung, warum der Sportmodus das Besagte nicht macht, die liegt in anderen Werten hier oben. Und zwar da unten in der Mitte seht ihr das sogenannte Dynamic Limit for Discharging in Ampere oder das dynamische Entladelimit. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und wenn wir das kombinieren mit unserer Batterie, der Spannung hier, dann ergibt sich wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Denn wenn das dynamische Ladelimit nicht durch den SOC wie bei mir, weil er niedrig ist, eingeschränkt ist, liegt das bei 800 Ampere. Und wenn wir jetzt die Leistungsformel P gleich U mal I nehmen, für hier übersetzt Watt gleich Ampere mal Volt, bei einem 400 Volt System, dann haben wir im Idealfall 400 mal 800 gleich 320.000 Watt Leistung oder 320 Kilowatt Leistung anliegen. Und selbst die stärkste Motorisierung des Enyaq, so wie sie jetzt hier steht, den RS gibt es ja noch nicht, das sind 195 kW. Das heißt, die Motoren dieses Fahrzeugs können gerade einmal 60% der Leistung der Batterie überhaupt aufnehmen. Warum also sollte der Enyaq die Batterie, damit sie mehr Leistung abgeben kann, auch noch nach oben temperieren? Er hat schlichtweg keinen Grund dazu. Ob diese Theorie jetzt natürlich stimmt, das weiß ich nicht. Ich bin ein interessierter Laie. Ich habe auch keine tieferen Einblicke und all meine Aussagen und meine Messungen können natürlich auch schlichtweg falsch sein. Noch eine generelle Anmerkung zum Sportmodus. Der Sportmodus allein bewirkt nicht, dass mehr Strom zum Fahren gebraucht wird. Wenn ihr dort mit Tempomat 120 fahrt, dann könnt ihr das genauso gut in Komfort oder normal machen. Genauso wie ihr in all den anderen Fahrmodi auch sportlich fahren könnt. Vielleicht mit Ausnahme von Eco, wo das schwierig wird. Also wenn die Idee hinter dem Sportmodus ist, dass dadurch der Verbrauch steigt und dadurch die Batterie schneller warm wird, und das ist natürlich nicht automatisch so, das funktioniert nur, wenn man sportlich fährt. Aber dafür ist der Fahrmodus relativ egal. Und um die nächste Frage, die dir jetzt vielleicht in den Sinn kommt, gleich vorwegzunehmen, warum hat mein Auto dann überhaupt ein Thermomanagement? Nun, unsere Enyaqs, je nach Modelljahr, heizen die Batterie ja ab 0 Grad oder 8 Grad Batterietemperatur. Denn je kälter so eine Lithium-Ionen-Batterie ist, desto zähflüssiger wird das Elektrolyt in ihr und desto schwieriger haben es die Lithium-Ionen zwischen Anode und Kathode hin und her zu fließen. Und durch das Heizen und Erwärmen macht man das Elektrolyt einfach wieder flüssiger. Dies dient primär dem Schutz der Batterie vor Beschädigung und nicht der erhöhten Leistungsbereitstellung. War das Video informativ und hat dir gefallen? Dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und besonders freue ich mich natürlich über ein Abo von dir, das bekanntlich gratis ist. Allerdings benötigst du dafür einen Google-Account und musst bei YouTube angemeldet sein. Wenn deine Unterstützung noch etwas weitergeht und du angemeldet bist bei YouTube, dann gibt es neu unter dem Video das Herzchen mit dem Thanks, da wo auch Teilen vom Video ist. Vielleicht möchtest du mir ja darüber eine Spende zukommen lassen. Und wenn dir PayPal dafür lieber ist, gibt es einen Link unten in der Beschreibung. Für eure Unterstützung habe ich auch die Werbung reduziert. Es gibt keine YouTube-Werbung mehr während des Videos. Du kannst es vom Anfang bis zum Ende durchsehen und ich mache auch keine sinnlose Werbung für irgendeinen Sponsor mitten im Video, wo ich 2 Minuten drüber rede, der dir vollkommen egal ist. In diesem Sinne freue ich mich, dich schon im nächsten Video wieder begrüßen zu können und bis dahin bleib energiegeladen.